Herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem. Ich habe heute für euch einen XXL Action Haul. Ihr glaubt das gar nicht, was ich alles bekommen habe. Aber ich konnte mich nicht zurückhalten, weil es war einfach nur schön. Und da habe ich einfach zugeschlagen. Zum einen habe ich eine wunderschöne Geschenkidee und auch für mich ein Geschenk, was ich meiner Schwester schenken möchte. Die hat nämlich bald Geburtstag. Ja, ich sehe gerade, da ist ein Etikett, was eigentlich hier hingehört. Und zwar sind das einmal solche Becher. Total schön, wie ihr seht. Und die sind so ein bisschen Roségold. Seht ihr das? Mit diesem V. Und einem Kranich. Total schön. Ich finde die mega hübsch. Davon habe ich jetzt gleich mal zwei mitgenommen, weil ich finde, das ist schon schöner, wenn man die im Set verschenkt. Und passend dazu noch die Schüsseln. Finde ich auch so hübsch. Guckt euch das mal an. Und die haben auch so einen roségoldenen Rand. Das wird auf jeden Fall ein Geburtstagsgeschenk. Sind jetzt noch 2, 3 Monate bis dahin. Aber wenn ich was sehe, nehme ich es immer gleich mit. Und das ist für einen Adventskalender von meiner anderen Schwester. Das gab es nämlich damals nur in einem richtigen Pink und in Schwarz. Und als sie es dann gesehen hat, gab es das nur noch in Schwarz und sie wollte unbedingt das Pinke haben. Aber jetzt gibt es es sogar in diesem wunderschönen Rosa. Deswegen dachte ich mir, das packe ich ihr in den Adventskalender mit rein. Dann, also ich mache das jetzt alles querbeet, wie es aus der Tasche jetzt einfach rauskommt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Habe ich Blumen gekauft. Und zwar ist jetzt dann der Geburts- oder wäre dann der Geburtstag von meiner Mama. Und ich habe mir dieses Jahr gedacht, weil der Geburtstag und leider auch der Todestag ziemlich nah beieinander liegen, dass ich ihr etwas fürs Grab basteln möchte, was man dann um dieses Grab legen kann. Also so eine Blumenkette, die man um dieses Grab legen kann. Bei uns ist es ganz normal, dass man mit Blumen schmückt. Also das Bild eines Toten wird auch mit einem Blumenkranz geschmückt. Und ich werde quasi einen Blumenkranz fürs Grab machen. Ich wollte eigentlich die einzelnen Blütenblätter dort kaufen. Die hatten sie jetzt auch eine ganze Zeit lang immer in Beuteln. Ich denke immer so, ab der Valentinstagzeit verkaufte Action die. Aber jetzt, da die Herbstzeit losgeht, gibt es die dort nicht mehr. Dann habe ich jetzt einfach meinen Plan so ein bisschen geändert und habe jetzt diese Blumen mitgenommen. Da habe ich mir jetzt mal 4 von diesen Sträußen eingekauft. Und davon gab es leider nur noch einen so einen Strauß und die mache ich ab, die Blüten, und möchte das dann mit Perlen zusammen zu einer Blumenkette sozusagen machen. Wenn ihr wollt, mache ich mal so einen Beitrag und zeige euch in einem Foto, wie es dann fertig aussieht. Dann gab es dort auch Holzscheiben. Die habe ich jetzt für die Weihnachtszeit gekauft. Da möchte ich auf jeden Fall mit euch zusammen etwas basteln oder einfach nur ein Craft-Update machen, wo ich euch zeige, was ich daraus mache, was ich daraus gemacht habe, weil ich finde, das sind immer schöne Geschenkideen. Dann gab es auch noch solche Gefäße. Mit denen habe ich noch was vor. Dazu kommt dann auch ein Video. Ich habe davon auch gleich 2 gekauft. Also darauf dürft ihr euch freuen. Da machen wir was dann mit denen zusammen. Ich finde die so cool. Die haben nämlich so einen Deckel hier mit so einem, also der ist auch schön dicht. Und ja, ich finde, das ist immer eine schöne Geschenkidee. Da vielleicht ein paar Süßigkeiten mit rein und dann hat man schon ein schönes Geschenk. Und die möchte ich noch ein bisschen aufhübschen mit euch dann. Gab es auch in der Blumenabteilung so ein Jutegarn in verschiedenen Farben. Ich habe noch eine Rolle. Da. Und zwar habe ich diese 3 Farben dort entdeckt. Finde ich ja sowas von schön. Guckt euch mal dieses Grün an. Dann haben wir hier ein mega schönes Beige und ein schönes dunkles Braun. Also ich finde das perfekt für den Herbst, das perfekt für alles, was maritim ist und perfekt für Weihnachten ist das Grüne. Weil ich habe einfach die ganz normale Jutefarbe zu Hause. Und jetzt habe ich hier eine super Auswahl. Da freue ich mich sehr darüber. Dann gab es auch noch ein Glas mit solchen Glassteinen. Ich habe mich jetzt für diese Farbe entschieden. Die werde ich dann für mein Urlaubscover, also vom Urlaubsjournal, das Cover verwenden. Dann machen wir mal weiter mit Halloween. Ich habe einiges für Halloween gefunden.
Einmal Diamond Painting, also das finde ich so süß, dieses Set. Guckt euch das mal an. Eine mega süße Katze. Und zum Schluss wird das eine kleine Nachtlampe, die also auch noch eine Funktion hat. Und deswegen habe ich dieses Set hier mitgenommen. Dann gibt es jetzt so süße kleine Tierchen. Und die, wenn man das hier abmacht, dann leuchten die. Und die haben auch noch so einen Saugknopf. Das heißt, die kann man auch an die Wand oder so hinmachen. Also etwas Glattes muss es auf jeden Fall sein. Da hat mein Sohn einfach schon ein zweites mit reingetan. Ich wollte eigentlich von jedem nur eins. Aber das macht nichts, denn das werden dann so kleine Geschenke sein. Ich mache ja immer so Halloween-Spiele an Halloween und ja, da bekommt dann jeder eins von denen. Da hätten eigentlich vier gereicht, aber jetzt haben wir einen Zusatz. Auch nicht schlecht. Das macht ja nichts. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Action jetzt sowas hat. Weil normalerweise bestelle ich das dann immer bei AliExpress oder Shein, weil es immer meistens so sehr günstig ist. Vor allem, wenn man halt mehrere braucht. Aber ich finde, das ist einfach was Schönes, was man so den Kindern dann schenken kann. Das ist eine schöne Erinnerung dann an die Feier. Und die können sich das dann irgendwo dran machen und das leuchtet dann noch Gibt schön. es jetzt Luftballone, also da gab es ja auch letztes Jahr schon Luftballone, aber das sind XXL Luftballone. Das heißt, die haben auch so einen Fuß, die kann man dann hinstellen, 117 cm groß. Und das finde ich total cool, wenn das dann so steht. Ich weiß nicht, ob ich das vor die Tür mache, dass wenn die Kinder, wenn die dann kommen, dass das dann auch irgendwie schön aussieht, wenn das dann an der Tür steht. Ich denke, das würde ganz cool aussehen. Mal gucken, aber mir hat das irgendwie auch von dem Motiv total gut gefallen mit dem kleinen Gespenst da oben. Genau, deswegen durfte das einmal mit. Und der Action hat jetzt Halloween-Sticker. Sonst gab es bisher, glaube ich, nur Fenster-Sticker oder Fensterbilder, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und diesmal gab es Sticker und ich bin total begeistert, weil es eine mega Auswahl gibt an Stickern. Guckt euch mal diese Sticker an. Ich finde die so süß. Ich habe auch schon ein paar Ideen, was ich damit basteln möchte. Schaut euch mal die hier an. Die Gespenster sind so niedlich. Und ich habe von jeder Packung zwei mitgenommen, weil ich etwas vorhab mit den Stickern. Und die zweite Variante bekommen auf jeden Fall meine Kinder. Die dürfen sich dann selber kreativ etwas austoben damit. Aber ich finde das so schön. Ja, und dann gab es diese Variante. Am Anfang habe ich das gar nicht verstanden, dass es da so viele verschiedene gibt. Ich bin einfach mal von den Farben ausgegangen, weil die Packung ja lila ist, die orange und die schwarz. Da dachte ich mir, ah, okay, drei Stück und habe die mitgenommen. Aber es gibt noch viel mehr. Eine Packung habe ich sogar dort gelassen. Die hat mir nämlich einfach vom Motiv her nicht gefallen. Also es gibt dann noch diese zweite lilane Variante. Seht ihr, die ist anders wie die hier, weil da ist das Gespenst ganz anders. Wir haben hier einen Bonbon, sogar eine Zuckerstange, was ich mega finde. Und das hier. Und das Haus ist so cool. Und dann gibt es noch diese Variante. Das ist so süß. Guckt euch mal dieses Skelett an. Ich finde es so niedlich. Gab es eben eigentlich noch eine zweite orangene Variante mit einer Katze und einer Spinne, aber die hat mir eben nicht gefallen. Die habe ich dann nicht mitgenommen. Das sind auf jeden Fall die Halloween-Sticker. Die fand ich so cool. Haben auch zwei Packungen mitgenommen, weil die möchte ich zum einen zum Dekorieren verwenden, weil das sind jetzt diese Gel-Fensterbilder. Also die kann man ans Fenster hin machen. Und das ist natürlich toll, wenn das dann im Zimmer leuchtet. Und ein zweites Mal habe ich mir das mitgenommen zum Basteln, weil damit möchte ich was ausprobieren. Mal gucken, ob das klappt. Ich zeige sie euch nochmal von nahen. Ihr seht, die Motive sind jetzt nicht so spektakulär, aber ich denke, man kann die auch zum Basteln verwenden. Das möchte ich eben noch ausprobieren. Und dann gab es dort noch die Stecken, die gab es ja auch letztes Jahr schon. Ich habe diesmal die schwarze Variante mit dem Spinnweben mit Motiv genommen. Ich hoffe, ihr erkennt das so, wie dieses Motiv aussieht. Letztes Jahr hatte ich die lilane Variante. Die war so lila, grün, orange. Die fand ich schön. Und da gibt es aber noch ganz viele andere. Es gibt eine schwarze Tischdecke mit orangenen Kürbissen. Und ja, irgendwas anderes gab es da noch. Aber ich habe mich dieses Jahr für die hier entschieden. Dann gab es noch das hier. Und das finde ich ja sowas von cool. Hier steht Halloween Glitter Chandelier. Und Chandelier ist ja ist ja ein Kronleuchter. Und ich bin ein großer Fan von Kronleuchtern, deswegen finde ich das so cool. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das aufhänge
und danach verbastle oder ob ich es einfach direkt zum Verbasteln verwenden möchte. Ich mache es jetzt auf jeden Fall mal auf, um euch zu zeigen, was der Inhalt ist. Ich denke, das ist für den einen oder anderen schon interessant, was sich denn da überhaupt verbirgt. Also, zum einen haben wir hier die Schnüre, um das dann alles aufzuhängen. Dann haben wir hier, was ist das? Ah, cool, das sind so Spinnen, die man dann eben, seht ihr, so runterhängen lassen kann. Das finde ich, sieht immer total cool aus. Ich habe sowas auch mal mit der Paw Patrol, glaube ich, gemacht. Da habe ich die selber gemacht und habe die dann so runterhangen lassen. Das sieht halt sehr schön aus als Deko. Und ich habe eh noch ein paar Halloween-Lampions. Die habe ich mir vor ein paar Jahren beim Action gekauft. Auch die gibt es dieses Jahr wieder. Und ja, da kann man die dann noch dazwischen hängen. Und das sieht dann so schön aus, wenn dann überall was hängt und dann noch vielleicht etwas, was leuchtet. Weil die Lampions, die leuchten eben. Und dann kann man echt tolle Fotos auch machen. Und das Ambiente ist einfach mega schön auf so einer Halloween-Party dann. Ja, und hier sieht man jetzt, was da alles ausgestanzt ist. Oh, das ist ziemlich fest. Also das ist richtig stabil. Also hier ist schon mal ein Teil von dem Kronleuchter. Sieht schon echt cool aus, finde ich. Dann haben wir hier eine Glitzerspinne. Die kann man natürlich auch zum Basteln verwenden. Und eine Glitzerfledermaus. Hier sind Totenköpfe, Hexenhut, auch die Geister finde ich auch mega schön. Alles glitzert so schön. Kürbisse. Und hier ist der zweite Teil vom Kronleuchter und dann auch wieder die Fledermaus und Spinne. Echt toll. Also ich denke, man kann das definitiv auch zum Basteln verwenden und auch die Verpackung kann man definitiv weiterverwenden. Das ist richtig cool, finde ich, was da alles drin ist. Das war dann alles Halloween. Dann habe ich bei den Tischdecken und Platzsets wunderschöne Platzsets gefunden. Also einmal dieses hier. Schaut euch mal dieses Muster an. Ich finde das so schön. Guckt euch das mal an. Wunderschön. Und dieses Platzset werde ich wieder für mein December Daily verwenden. Es gibt ein Video, wo ich letztes Jahr euch gezeigt habe, wie ich meine December Dailies im Midori Style bastel und eben solche Platzsets verwende. Das verlinke ich jetzt hier rechts oben, damit ihr seht, was ich meine. Das war im 10 Tage Bastel im Dezember, glaube ich. Und ja, dieses Jahr werde ich dieses Motiv, ich habe es mir jetzt gleich zweimal geholt, für mein December Daily verwenden. Und dann habe ich noch diese Platzmatten gefunden. Auch die möchte ich zum Basteln verwenden. Einfach, dass das sehr cool aussieht wie Stoff. Es ist sehr flexibel. Und das kann man natürlich auch für andere Sachen verwenden. Nicht unbedingt als Platzmatte. Auch die Farbe hat mir sehr gut gefallen. Das war das. Ihr seht, das ist ein langer Haul. Ich hoffe, ihr habt irgendwie einen Kaffee oder was Warmes zum Trinken dabei. Oder was Schönes, Kühles, wenn es euch zu heiß ist. Als nächstes habe ich noch ein bisschen Herbstdeko geshoppt. Und zwar diese Blätter, die finde ich ja so schön. Guckt mal, die packen wir jetzt auch aus. Ja, mega schön. Da kriegt man auch echt ganz viele. 24 Stück. Haben wir jetzt einmal dieses Motiv. Dann diese hier. Oh, da hat man echt reichlich in einer Packung. Dann diese Größe, die sind ein bisschen kleiner. Und nochmal dieses dunkle Rot in dieser Größe. Und die verwende ich eben für alle Sachen, was man eigentlich im Herbst basteln kann. Sowohl zum Dekorieren als auch für Junk Journals sind die mega geeignet. Und ich habe mir dann noch diese Variante dazu gekauft. Weil ich glaube, die sind ein bisschen anders. Schauen wir mal. Auch hier bekommt man 24 Stück. Ja, die Packung ist nicht mehr so schön. Da ist ein bisschen was drauf gekommen. Genau, das sind dann einfach, die Blätter sind einfach viel kleiner, wie ihr seht. Aber total schön. Damit kann man schöne Tags machen. Die kann man zum Kartenbasteln verwenden. Und es fühlt sich dann ganz anders an, wenn man sowas verwendet. Wenn man das dann vielleicht noch irgendwie aufhübscht. Ja, können wir ja, damit können wir gerne auch Karten basteln zusammen, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir einfach in die Kommentare schreiben, was euch von den Sachen gefällt, die ich jetzt hier heute zeige und mit was ihr, wo ihr auch gerne dabei sein wollt beim Basteln.
Dann habe ich ganz viele Kartenrohlinge gekauft, denn ich bastel ja so gern mit euch Karten. Und da dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach mal wieder einen ganzen Schwung mit. Ja, wenn man viele Karten bastelt, dann gehen die ganz schnell aus. Und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Zum einen gibt es ja diese Sets mit pastellfarbenen, neutralen Farben und diesen Gradient-Farben. Also die gehen da so über. Die packe ich jetzt mal aus und zeige sie euch. Hier habe ich das 13x13 Format gewählt. Ja, seht ihr das? Die haben hier so einen Ombre-Look. Echt schöne Farben, wie ich finde. Total schön. Mega. Also mir gefällt sowas echt gut. Und da ist die Karte eigentlich schon fast fertig. Da muss man nicht mehr viel machen. Und die passenden Umschläge da dazu. So, das ist das. Dann gibt es hier einmal die Pastell-Variante. 16,5 x 11 cm ist die. Also es ist schon ein bisschen länger, wie man es sonst kennt. Hier sind die ganzen Umschläge, sehe ich gerade. Und schon kommen die Karten. Das mache ich jetzt mal so. Da haben wir schöne Pastellfarben, auch sehr hübsch. Ja, und dann haben wir hier so schöne bräunliche Töne. Perfekt für den Herbst, finde ich. Auch in diesem Format etwas länger. Schaut mal, mega schön, oder? So Sandtöne. Finde ich total hübsch. Was man hier alles hat, passt wirklich sehr, sehr gut für die kuschelige Herbstzeit. Ja, und dann habe ich diese Kartenrohlinge noch entdeckt. Und zwar sind die jetzt schon perfekt für die Weihnachtszeit, denn die haben diesen Perlmutt-Glanz drauf. Und da habe ich mir einfach mal alle Farben mitgenommen, die ich schön finde. Ich glaube, das sind auch alle Varianten, die es dort gab. Ich weiß aber nicht, ob es noch mehr gibt. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal das, was ich bekommen habe. Ich benutze die auch wirklich gern. Die gab es schon mal und ich habe die auch fast alle aufgebraucht. Und zwar gibt es einmal diese Variante mit Rottönen, Rosatönen. Und ihr seht, die schimmern hier so schön. Und ich finde, die sind perfekt für die Weihnachtszeit. Seht ihr? Natürlich auch für alle anderen Anlässe. Ja, dann gibt es noch diese Variante. Das ist dann ja einfach nur eine Farbe, so ein Cremefarben in Perlglanz. Total schön. Dann gibt es noch diese bunte Variante. Da sind übrigens immer 12 Karten mit Umschlägen drinnen. Und das sind jetzt alles diese kalten Farben. Also wir hatten ja hier warme Farben, hier kalte Farben, also Grün- und Blautöne. Und alle auch in diesem Perlglanzton. Total schön. Ja, und ich sehe gerade, die nennen die einfach Metallic-Kartenrohlinge. Das, was ich jetzt als Perlglanz die ganze Zeit bezeichne. Ja, und dann gab es das Ganze auch in einem wunderschönen, weiß schimmernden Ton. Den finde ich ja persönlich am schönsten. Also perfekt für jede Winterkarte, wie ich finde. Und eine silberne Variante, wo auch schwarz dabei ist. Die zeige ich euch auch noch. Seht ihr? Da sind dann Silbertöne, Brauntöne und Schwarz dabei. Mega schön. Ich finde die so hübsch und freue mich drauf, damit Karten zu basteln. Dann habe ich noch diese Papiertüten entdeckt. Die gab es ähnlich letztes Jahr. Damit habe ich auch Adventskalendertüten dekoriert. Also ich habe die mit Gold, mit goldenen Metallicfarben dann besprenkelt und bestempelt. Das war der Adventskalender, den ich für meinen Papa gemacht habe. Eine perfekte Packung, um einen Adventskalender zu machen, weil ihr hier 24 Tüten direkt bekommt bei einer Packung. Und diesmal sind die Tüten auch so ein bisschen anders. Die haben nämlich hier so einen Zackenrand. Finde ich total cool. Hier sind die zwei Löcher, um die dann, also die muss man dann wieder so und so zusammen machen und hier unten eben zusammenfalten. Ich kann es euch ja mal zeigen. Also die sind genauso aufgebaut wie letztes Jahr. Und dann hat man hier eben das Löchlein zum Zumachen. Und dieses Mal ist eine Jute-Schnur dabei und diese kleinen süßen Schilder, wo man ja auch die Zahl dann drauf machen kann. Also da haben sie wirklich noch ein
ein bisschen was dazu getan. Das gab es letztes Jahr nicht alles. Da gab es, glaube ich, dann nur die Tüten und die Schnur. Finde ich mega cool. Wenn ihr Interesse habt, dekorieren wir dieses Jahr auch gerne wieder die Tüten zusammen. Das könnt ihr mir dann einfach in die Kommentare schreiben. Dann habe ich mir noch ganz viele Sticker mitgenommen, denn es gibt echt tolle Sticker. Leider habe ich die Stickerbooks nicht bekommen. Das ganze Regal war einfach leer. Ich habe gesehen, dass das drauf stand, Stickerbooks DIN A4, wenn das stimmt, oder DIN A5, ich weiß es nicht mehr. Ich habe die ja noch nie gesehen, nur in einem Haul mal gesehen. Ich glaube, bei Kreatives mit Polina heißt sie, glaube ich. Ich finde die super sympathisch und ich mag ihre Haul-Videos. Und da habe ich die, glaube ich, gesehen. Und seitdem möchte ich die unbedingt haben, weil sie hat die auch so sympathisch vorgestellt, diese Stickerbücher. Und da dachte ich mir, ja, da hat sie echt recht, weil da ist einfach für jede Jahreszeit was dabei und ich freue mich drauf, wenn ich die auch noch bekomme. Aber ich habe dafür Harry Potter Sticker entdeckt und ihr wisst, ich bin da immer dabei, wenn es was von Harry Potter gibt. Und zwar haben wir hier diese Motive. Ich glaube, ich packe die aus, dann kann ich es euch besser zeigen. Also der Haul ist wirklich lang heute. Ich hoffe, ihr habt Zeit, weil ich möchte euch alles natürlich auch im Detail zeigen. Guckt mal, die ist sogar dabei. Die fand ich so gruselig, als ich die das erste Mal in dem Kinofilm gesehen habe. Ja, och, was ist denn das? Was soll das darstellen? Ist das der sprechende Hut? Ich erkenne es nicht. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Das ist auf jeden Fall eine erwachsenere Version von den Harry Potter Stickern, die wir bisher kennen. Da sind auch mehr die Bösen dabei, wie man hier sieht. Ja, Bellatrix. Ja, das passt jetzt auch zu den Funko Pops, die sie in letzter Zeit verkaufen. Da sind ja auch eher die bösen Darsteller drauf. Da sind sie sogar klein. Total süß. Also das sind Fahnen. Ich habe es nur nicht erkannt. Guckt mal, das ist wahrscheinlich dann blau für Ravenclaw. Hier haben wir Gryffindor. Hier auch ein mega schöner Sticker. Und hier Hufflepuff. Hier ist Slytherin. Das ist Ravenclaw. Wo ist dann Slytherin? Als Fahne? Bin ich blind? Ich sehe es nicht. Ja, voll cool. Das ist natürlich jetzt eher so die böse, dunkle Seite, sage ich jetzt mal. Die habe ich mir auch zweimal mitgenommen. Einmal für mich und einmal für meinen Sohn. Dann gibt es so süße Shaker-Sticker. Guckt euch die mal an. Ich finde die so niedlich. Seht ihr das? Mit so kleinen Kügelchen oder Perlen. Das sind auch so kleine Perlen, wie man ja auch selber kaufen kann. Da sieht man mal, wie schön das aussieht, wenn man sich eine Schüttelkarte bastelt und sowas mit reinmacht. Ja, und die fand ich so süß, diese Sticker. Guckt mal, die sind jetzt für meinen Sohn. Ich bin mir sicher, der hat dann bestimmt Freude, dann das irgendwo drauf zu kleben und damit zu spielen. Und es gab auch noch eine Mickey Mouse Variante. Die musste ich auch unbedingt mitnehmen. Die fand ich auch so niedlich. Ja, und da möchte ich auch einen Sticker wenigstens haben. Schauen wir mal, ob er mir einen abgibt. Auch der Donald Duck ist auch so süß. Mega, mega schöne Sticker, finde ich. Ja, und dann gab es noch Disney-Sticker, die ich sehr, sehr schön finde. Zum einen diese Disney-Prinzessinnen. Und das sind so schöne, große Motive, die wir jetzt hier haben. Wenn man so große Motive hat, also hier haben wir jetzt zum Beispiel so ein 6,5 cm Motiv, genauso wie hier die Ariel, sogar 7 cm, ist ein sehr gutes Motiv, auch um ein Album zu basteln. Und damit das Album halt so ein bisschen spezieller zu machen, wenn man jetzt zum Beispiel zu diesem Thema was basteln möchte oder ein Junk Journal, da haben die einfach die ideale Größe. Deswegen habe ich die mitgenommen. Ich finde die sehr, sehr schön. Ja, von denen habe ich zwei mitgenommen, denn eins davon möchte ich verschenken. Dann habe ich noch Minnie Maus mitgenommen. Fand ich auch irgendwie total süß. Meine Patin hat dieses Jahr ihren runden Geburtstag und die mag Minnie Maus. Da werde ich auf jeden Fall eine schöne Karte damit basteln. Total süß. Auch noch von Frozen die Sticker mitgenommen. Ich habe nämlich noch so ein Frozen-Kartenset mit Frozen-Papier oder so Kartenhintergründen. Und ich habe noch einige, ja, so Designpapiere, die es mal beim Action gab von Frozen.
Ich möchte, ach, das ist so ein süßer Sticker. Ich möchte unbedingt mal ein Album damit basteln. Ja, da dachte ich mir, dann nehme ich noch dieses Sticker mit. Die gibt es auch mit Mickey Maus. Und da ist sogar dieses Häuschen dabei. Ja, ich liebe Sticker. Ich kann da irgendwie nicht dran vorbeigehen. Und ich finde, Sticker kann man eigentlich auch immer verwenden. Guckt euch mal diesen Sticker an. So schön und echt eine schöne Größe. Ja, das waren die Sticker, die ich gekauft habe. Und dann habe ich, ich sehe gerade, ich habe hier noch Karten. Schaut mal, ich habe auch noch die Farben, Regenbogenfarben. Das zeige ich euch jetzt mal so. Ich denke, ihr könnt es euch dann denken, was da drin ist. Ich habe auch noch die neuen Stanzteile bekommen. Die zeige ich euch jetzt gleich zum Schluss. Ich zeige euch jetzt aber dazwischen noch, was ich noch alles bekommen habe. Und zwar an Stickern habe ich eine neue Variante von diesen Gemstones gefunden. Diesmal sind die Perlen etwas größer und die Perlen sind auch anders. Denn die alte Variante davon, da gab es mehr von diesen Blumen. Und die Perlen, die hatten so einen anderen Glanz. Viel weißer irgendwie, nicht so. Die sehen jetzt richtig aus wie Perlen. Aber die habe ich jetzt trotzdem mitgenommen, weil meine Packungen sind auch alle fast leer, weil ich diese Perlen ständig benutzt habe. Die mochte ich jetzt echt gerne beim Basteln, deswegen durfte jede Variante nochmal mit. Auch die Herzen und die Blumen finde ich dazu ganz schön. Deswegen habe ich die Sticker noch mitgenommen. Dann habe ich was Cooles entdeckt. In der Schmuckabteilung für Kinder gibt es solche Ketten. Und da fand ich die Anhänger so schön. Guckt mal. Hier zum Beispiel haben wir einmal so einen süßen kleinen Hasen. Seht ihr den? Und hier so eine kleine Katze, die erinnert mich so ein bisschen an Sailor Moon. Total niedlich. Dann der Schmetterling. Also das sind für mich jetzt einfach Charms, die ich dann auch für was anderes verwenden kann. Ja, und dann hier halt eine Blume und eine Wolke. Fand ich irgendwie total schön. Deswegen durfte dieses Set einmal mit. Und dann gibt es ja immer diese Kindermalbücher. Und da habe ich dieses hier entdeckt. Guck mal. Wie süß ist das denn? Das ist zum Thema Zauberei. Jetzt kommt eine Spinne, bitte nicht erschrecken. Das fand ich irgendwie total cool. Guckt mal, das ist ja sogar eine Alraune. Also es passt halt wirklich irgendwie zu Harry Potter. Hier ist auch ein Weihnachtsmann dran. Okay, dann haben wir hier eine Eule. Käfig, Zaubertrank. Das sieht aus wie der Pokal. Liebeszauber. Die Uhr, die Sanduhr, passt auch sehr gut. Eine Hexe, okay, das ist jetzt nicht, das passt irgendwie zu Harry Potter, das sieht aus wie Harry. Ja, hier schaut sogar der Schlüssel, Dobby, und der hält sogar eine Socke in der Hand, ein Besen. Ja, da ist sogar der Schnatz, seht ihr? Also es ist schon sehr Harry Potter-lastig, finde ich. Ja, der Hut, deswegen durfte das einmal mit. Und ich habe noch Tiki-Blöcke gefunden. Die finde ich ja mega genial, dass die jetzt haben, weil die verkaufen die ja auch zu einem richtig günstigen Preis. Meine Kinder lieben solche Bücher und machen die auch ganz schnell. Und da bin ich ganz froh, wenn ich die auch mal ein bisschen günstiger kriege, weil normal sind die natürlich auch ein bisschen größer. Aber da ist man schon immer bei 2 Euro dabei, sage ich jetzt mal. Und ich finde es cool, dass es hier so kleine davon gibt. Und da sind echt schöne Rätsel auch dabei. Auch die Rückseiten sind voll. Und ich mache das jetzt mal so, damit ihr das mal kurz sehen könnt, was hier drinnen ist. Richtig cool. Fehler suchen und so. Und das Nachzeichnen habe ich als Kind immer sehr gerne gemacht. So diese Rasterzeichnungen. Hier sind auch Fehlerfindbilder. Sogar zum Ausmalen ist da was. Das ist ja auch total niedlich. Genau, deswegen durften die drei hier mit. Dann habe ich mir noch mal so ein Scotch-Tape mitgenommen. Diesmal haben sie so richtig professionelle Tesafilm-Abroller. Das haben die ja sonst nicht. Und das ist noch für meinen Mann, für den Adventskalender. Das finde ich so cool. Das habe ich als Kind immer mega schön gefunden, wenn man das irgendwo mal benutzen durfte. Und sowas war früher auch echt teuer. Also so habe ich das als Kind in Erinnerung gehabt. Und deswegen fand ich das ein mega schönes Türchen jetzt für seinen Adventskalender. Ihr hört es auch. Wir können es auch mal auspacken, wie das überhaupt aussieht.
Ja, und dann hat man das so. Und wenn ich jetzt hier, seht ihr, alles, was ich jetzt hier so, ist halt ziemlich klein. Normal gibt es das größer, seht ihr, aber man sieht jetzt schon ein bisschen was von meiner Hand. Und so alles, was man eben so durchsteckt, kommt dann auch raus. Sehr, sehr cool. Kenne ich gar nicht so bunt. Normal kennt man das nur ja, in Metallfarben, sage ich jetzt mal. Bin gespannt, was er dazu sagen wird. Aber ich bin mir sicher, dass es ihm gefallen wird. Ich habe mir außerdem noch solche Gläser mitgenommen. Die habe ich mir jetzt gekauft. Oh, ich sehe gerade, dass die zwei verschiedene Innenpapiere haben. Ich habe ja mal so eine Funko Pop-Figur von Harry Potter bekommen. Also eine von Voldemort habe ich zum Geburtstag bekommen. Und ich habe mir dann den Harry noch dazu gekauft. Die möchte ich hier beide draufkleben. So als Yin-Yang. Und dann hier was reinfüllen. Ja, habe ich mir so damals überlegt, als ich es geschenkt bekommen habe, was mache ich mit dem Voldemort, weil es eigentlich nicht so mein Geschmack entsprach. Aber so ist es dann wie Yin und Yang und macht das Ganze wieder positiv. Dann habe ich mir noch Twinmarker mitgenommen. Da gibt es mehrere Packungen. Also hier einmal die Blautöne. Diese Packung mit Rottönen, da ist aber auch Grün dabei. Dann diese Packung mit den orangenen Tönen. Ich habe mir jetzt wieder Twinmarker mitgenommen. Ich male nämlich echt viel mit meinen Alkoholmarkern. Ich habe jetzt auch im Urlaub am Strand mal wieder eine von meinen Stempelabdrücken ausgemalt mit den Tönmarkern eben vom Action und habe dann auch festgestellt, dass meine Schwarz leer ist. Also das ist jetzt eine andere Schwarz, die ich hier verwendet habe. Und ja, dass so ein paar Farben einfach mir auch fehlen. Deswegen habe ich mir das jetzt geholt, weil hier möchte ich noch bei der Hautfarbe, also das Gesicht noch ein bisschen verändern. Ich möchte ihr noch so kleine Wangen malen. Das mache ich noch und dann wird das verschenkt. Und ich habe außerdem noch was anderes gezeichnet, was ich jetzt auch gerne ausmalen möchte. Deswegen passt es ganz gut, wenn ich wieder neue Stifte habe. Und ich habe mir noch dieses Set gekauft. Das sind jetzt auch lila Töne mit Grüntönen und Blautöne. Überwiegend mit Grün. Ihr seht, das ist zweierlei. Also es ist nicht das gleiche. Und dann nochmal die ganzen Hautfarbe. Grau- und Schwarztöne. Und da ist sogar ein Color Blender dabei. Also wenn ihr noch gar keine Alkoholmarke habt, ist da sogar der Color Blender und die Schwarz dabei. Also dann hättet ihr alles, wenn ihr alle sechs Farben kauft. Es gibt aber auch beim Action noch zusätzlich diese Packungen. Die sind etwas kostengünstiger, wenn ihr jetzt eine kleinere Auswahl haben wollt. Wenn ihr einfach ein bisschen weniger an Stiften haben wollt, dann gibt es einmal diese grüne Packung, die lilane Packung. Dann Blautöne und die gibt es immer mal wieder, diese Packungen für den günstigen Preis. Und so kann man sich nach und nach auch so eine kleine Menge an Stiften eigentlich zusammensuchen, finde ich, wenn man das nicht so teuer haben möchte. Und dann gibt es noch diese Packung und es gibt noch eine Packung mit den Schwarz- und Grautönen. Die habe ich aber da gelassen, weil alle Stifte, die da drauf waren, habe ich schon. Ja, das stelle ich euch in einem Extra-Video vor. Da packen wir die aus, werden die swatchen und ich male vielleicht noch ein Bild mit euch zusammen, denn ich möchte noch ein Bild ausmalen. Und das machen wir aber nicht heute. Ich habe mir auch diese Stifte mitgenommen. Das sind so Gel-Liner und da ist sogar eine Weiß dabei. Ich finde das immer ganz schwer, ob Weiß dann auch wirklich weiß ist. Ich bin da immer sehr kritisch. Das testen wir dann auch, wenn wir die Twinmarker testen. Ja, und dann würde ich sagen, räume ich hier ein bisschen auf und zeige euch mal die Stanzteile noch. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal in Ruhe diese wunderschönen Stanzteile an. Ja, hier sieht man das eigentlich auch schon, was hier drin ist. Ich habe sechs Packungen gefunden. Ich denke, das sind dann auch alle Stanzteile, die es gibt. Es ist ja meistens irgendwie sechsmal. Schauen wir mal, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. Und die schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an. Oh mein Gott, ist das schön. Guckt mal, und auch eine schöne Größe, wie ich finde. Oh, traumhaft schön, guckt mal. Auch die Katze ist ja niedlich. Sehr, sehr süß. Gefällt mir richtig gut. Wow. Sehr zart.
wie das auf der, also die Stanzteile sind von der Farbe her sehr zart, aber sieht sehr schön aus. Da haben wir hier auch Sonnenblumen, also mega schön die Motive, auch das ist sehr schön. Oh wow, das entspricht total meinem Geschmack. Mega schön. Das ist alles sehr herbstlich von den Farben her, finde ich. Auch das ist sehr schön. Mega schön. Auch guck mal, das Haus. Wow. Echt hübsch. So schöne Blumen auch. Zitronenthema. Der Fuchs ist mega süß. Einfach nur schön. Ich freue mich, dass ich die bekommen habe. Ich finde die so schön. Und ich finde, das kann man immer gebrauchen, solche Stanzteile. Ach, guck mal, wie süß. Echt hübsch. Auch sehr schön, die Kuh. Das ist auch sehr schön, wenn man jemanden zum Picknick einladen möchte. Zum Beispiel kann man so eine Karte dazu machen. Und hier haben wir eine schöne Biene. Sehr, sehr schön. Och, guckt mal. So süß, das kleine Küken und wieder Blumen. Also es ist ganz anders wie die Stanzteile aus den Die-Cut-Books, weil die waren eher glänzend und das ist einfach, ja, das ist einfach matt. Oh, hier haben wir einen Hund und wieder ein paar Blumen. Sehr, sehr schön. Wieder ein Hund. Blumen finde ich total schön. Und wieder so ein Küken und ein Stück. Und da ist auch noch ein Küken hier drin. Dabei sind auch Foam Tapes. Finde ich auch mega cool. Weiter mit der nächsten Packung. Da ist so ein kleiner Affe drauf. Auch sehr niedlich. Da mal wieder so ein Zebra, wie vorhin. Auch sehr schön. Och, guckt mal. Das ist ja süß. Och. Oh, die sind echt niedlich, die Motive. Das ist auch sehr schön. Dann braucht man nur noch so einen Spruch reinstempeln und schon hat man einen Stanzteil für eine Karte. Ach, sehr schön. Wow, mega schön. Auch da nochmal so ein cooles Teil. Auch hier sehr, sehr schön. Richtig hübsch. Dann haben wir hier noch eine Weltkugel. Auch sehr schön. Auch cool. Schaut mal, so ein, kann man auch sehr gut für Karten verwenden. Sehr süß. Und ein Faultier. Guck mal. So rum gehört das, glaube ich. Der ist ja cool. Haben wir hier noch Elefanten. Das ist ja ziemlich klein. Das ist klein gedruckt, aber es ist okay. Das ist sehr schön. Ach Gott, sind die niedlich. Ach Mai, ist das süß. Der Baum auch voll schön. Ist ja echt eine mega Auswahl, was man hier bekommt. Zu einem Thema. Schaut mal, wie süß. Ist auch so ähnlich wie in dem Die-Cut-Book. Nur ein bisschen, ja, wie gesagt, die Motive sind matt und auch ein bisschen größer. Aber es ist schon ähnlich, finde ich. Hier haben wir auch noch so schöne Federn. Noch, auch der ist ja süß. Und das Ganze auch noch mal in groß. Richtig cool. Zum nächsten Set. Hier sehe ich schon so einen Heißluftballon wie bei dem Sticker-Set vom letzten Mal. Richtig cool, finde ich da. Also, was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Das ist ja winzig klein. Seht ihr das? Ein kleiner Schmetterling. Dann haben wir hier den Elefanten. Ach Gott. Süß. Sehr schön. Ja, das finde ich zum Beispiel für das Thema Baby total cool. Sieht echt sehr hübsch aus. Guckt mal, wie schön. Ach, so ein sehr zartes Rosa. Wunderschön. Hier haben wir einen Regenbogen. Hier
die kleinen Teile, so Stern, Herzen, Vogel. Mache ich jetzt mal hier rein. Ist noch mal was Kleines. Auch ein Hasen. Ach, das ist ja süß. Das ist so wie meine Osterhasentüten, die ich letztes Jahr gebastelt habe. Echt süß. Einhorn. Ja, wie gesagt, das passt perfekt zum Thema Babyalbum, finde ich. Richtig cool. Ach, wie süß. Schaut euch mal diesen Wal an. Aber der Druck ist sehr zart. Also das ist jetzt keine Qualität, wie man jetzt bei der Tina bekommt. Ja, also das kann man nicht vergleichen mit den Stanzteilen, die Tina vom Kreativhalter hat. Das ist ein wirklich sehr zarter Druck. Ja, also das möchte ich wirklich noch betonen. Also wenn ihr danach was Hochwertigeren sucht, dann bei der Tina bestellen. Weil das ist wirklich ein sehr zarter Druck. Das sieht sogar auf der Kamera viel, viel deutlicher aus, als wie es eigentlich in Wirklichkeit ist, finde ich. Sehr zart. Aber süß. Ich finde das auch mega schön, dieses Motiv. Das ist sehr cool. Ich finde die Grenze mega schön. Gefallen mir echt gut. Ach, wie süß. Guckt mal. Der ist ja niedlich. Das ist total süß. So ein kleines Körbchen. Ach, schaut's mal, sogar so ein Storch. Auch sehr niedlich. Mega süß. Gänse haben wir hier. Libelle, Flamingo und Schwan und Wal. Echt sehr schön. So Regenbogen. Ach süß, guckt mal, so kleine Schüchchen. Und ein Igel. Täubchen. Da bekommt man echt viel in so einem Set. Das ist jetzt junge Mädchen, Geburtstag. Das ist ja mega schön. Das gefällt mir richtig gut. Das, schön. Das ist auch sehr süß mit der Babywiege. Und dann auch noch die in groß. Und da sind wieder diese kleinen Teile. Sehr schön. Ja, und dann gab es, das sind jetzt schon mal die ersten drei Sets, dann gab es noch diese drei Sets. Hier haben wir einmal dieses Motiv. Was haben wir denn da? Ein Flamingo, der ist ja schön. Das finde ich jetzt auch sehr schön. Das ist auch nicht so zart wie die anderen Motive, finde ich. Das ist ein bisschen besser gedruckt. Sehr schön. Total hübsch. Gefällt mir echt gut. Richtig schön, wow. Das ist auch sehr schön. Das ist jetzt wieder so ein bisschen zart. Wow, ist das schön. Schaut euch das mal an. Was für ein hübsches Motiv. Das ist auch sehr schön. Oh wow, ist das schön. Das ist ja hübsch. Tolles Motiv. Oh, guck mal die Koffer an. Total schön. Auch sehr schön. Jetzt haben wir hier so Tulpen. Oh wow, guckt euch die Kamera an. Voll schön. Da haben wir eine ganz bös guckende Eule. Oh, die Schmetterlinge sind ja schön. Schaut euch das mal an. Die Farben sind ja toll. Die gefallen mir richtig gut. Dann haben wir hier noch wieder so Tassen. Finde ich auch sehr schön. So ähnlich wie in dem Sticker-Set. Ich habe euch ja gesagt, dass die mir im Embossed Sticker-Set gerade die Tassen so gut gefallen haben. Ist auch sehr schön.
Oh, schaut mal, wie schön. Richtig hübsch. Ich muss bei Erdbeeren jetzt immer an Melissa denken, weil die ja so ein Erdbeer-Journal zurzeit macht. Muss ich jedes Mal jetzt an sie denken, wenn ich so Erdbeerstandsteile sehe. Ja, sehr, sehr schön. Dann gibt es noch dieses Set mit einem zuckersüßen kleinen Waschbären drauf. Also da haben wir einmal ein blaues Herz, ein mega süßer kleiner Waschbär, guckt mal. Und das ist jetzt auch schon wieder pilzlastig und in Richtung Herbst gehend, finde ich auch total schön. Guck mal, die kleine Schnecke da oben, ist die nicht süß? Auch sehr schön. Oh, schaut's mal, wie süß ist das denn? Mega süß. Gefällt mir echt gut. Nochmal so ein Fuchs und ein Dachs. Hier steht auch Herbst. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier noch Blumen. Tierchen. Finde ich gar nicht mal so schlecht, dass die da so Stanzteile jetzt rausgebracht haben, weil das einfach leichter ist manchmal mit Stanzteilen als wie mit Stickern, weil die Sticker haben ja meistens auch so viel Glitzer drauf, das passt nicht immer, aber so Stanzteile, die kann man halt perfekt auch für ein Mini-Album verwenden, gerade wenn man so eine riesen Auswahl hier bekommt. Total schön. Sehr süß. Hier ist auch eine Wolke und eine kleine Biene. Auch sehr süß. Da haben wir auch ein ganz großes Stanzteil. Federn, diese mega süße Schnecke und die Blätter. Sehr, sehr schön. Ja, und dann kommen wir jetzt zum letzten Stanzteil-Set. Da seht ihr schon so eine Küchenmaschine drauf. Also man weiß, was da ungefähr drin ist. Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, vielen lieben Dank dafür, dass ihr euch meine Videos ganz anschaut. Ich weiß, dass viele dafür gar keine Zeit haben, um sich die Videos komplett anzuschauen und die wahrscheinlich eher vorspulen. Und das kann ich auch gut verstehen. Aber es steckt auch ein bisschen Arbeit dahinter, solche Videos zu drehen. Das ist halt einfach auch, es ist auch viel Zeit, die man da investiert, um eben die Produkte vorzustellen, die ihr dann vielleicht danach auch einfach einkauft, weil ihr seht, dass der eine oder andere sie in seinem Haul gezeigt hat. Und ja, ich finde das sehr wertschätzend, wenn man sich die Videos dann auch ganz anschaut und ja, die Mühe, die sich da jemand gemacht hat, auch damit wertschätzt. Und dafür möchte ich mich jetzt in diesem Moment ganz herzlich bedanken. Und jetzt zeige ich euch mal, was es hier alles gibt. Guckt mal, voll cool. Das finde ich so schön. Auch die Schleife. Sehr, sehr schön. Echt tolle Stanzteile. Also ich finde die sehr, sehr schön und kann mir vorstellen, ach, das ist ja auch mega schön. Guckt mal, wie cool. Kann mir vorstellen, dass man daraus tolle Projekte basteln kann. Hab da auch jetzt ein paar Ideen, wenn ich das so sehe. Gerade mit dem Stanzteil-Set ist mir gleich eine Idee gekommen. Hier haben wir auch ein Telefon. Wie süß ist das denn? Kleine Lippen und wieder Schleifen. Hier eine Girlande, Kerzen. Nochmal eine Schleife. Och, guck mal, der ist ja auch total süß. Den können wir auch ein, ja, wenn man das jetzt hier aufschneidet und das hier nachschneidet und den dann hier so reinsetzt, dann kann man den Kochhut aufsetzen. Da kann man ja auch immer ganz tolle Spielchen machen mit solchen Stanzteilen, finde ich. Kann man ja auch noch ein bisschen verändern. Die müssen nicht so bleiben, wie man sie hier sieht. Sehr, sehr cool. Oh, die ist ja cool. Wobei ich sagen muss, da gefallen mir die von der Tina viel besser. Die hatte da auch mal so ein Set mit solchen Mädels. Da ist nämlich jetzt das Gesicht, weiß nicht, irgendwie nicht so schön wie das, was die Tina so verkauft. Sehr, sehr schön. Auch cool.
Wow, schaut mal, wie schön. Auch sehr schön. Ach, wie süß. Wobei die irgendwie so traurig guckt, ne? Die Katze. Ja, das war's dann. Das ist das letzte Set gewesen. Ah, jetzt ein mega langer Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, was ich noch alles mit all diesen Sachen basteln werde. Wie gesagt, schreibt mir einfach in die Kommentare, was euch am meisten interessiert hat, was von den ganzen Sachen euch am meisten gefallen hat und womit ihr unbedingt Videos sehen wollt. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob es euch interessiert, wie diese Alkoholmarker geswatcht aussehen, ob ich mit euch zusammen dann ein Bild noch malen soll. Das dürft ihr mir jetzt alles in die Kommentare schreiben. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.